Mobilität im Alter steht bei der Firma Lebensfreude bei Hohmann an oberster Stelle. Nachgefragt sind dabei Rollatoren und Elektromobile. Daneben stellte Inhaber Bernhard Hohmann jetzt seinen Fahrzeugpark mit Nutzfahrzeugen vor. Ja, wir haben Elektrofahrzeuge im Nutzfahrzeugbereich von der Firma Carello. Und die Firma Carello ist eine österreichische Firma, mit der wir schon längere Zeit zusammenarbeiten in dem Bereich Seniorenmobile, was im Mobilitätsbereich natürlich unser Kerngeschäft bleibt. Und die Firma Carello ist Marktführer mit Seniorenmobilen in Österreich. Diese Kontakte haben sich halt ergeben über das Seniorenmobil-Sortiment, was wir führen. Und die Welt ist voller offenen Ideen und voller Innovation. Und wenn wir innovative Produkte sehen, haben wir immer gesagt, das ist unsere DNA, dann sind wir dabei. Bei den Nutzfahrzeugen kann Hohmann bereits eine Reihe verschiedener Fahrzeugtypen präsentieren, die alle elektrisch betrieben werden. Das Interesse aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft wächst stetig. Also erstmal ist der Marktbereich sehr, sehr interessant und wir haben hier nur elektrische Fahrzeuge, die von kommunalen Fahrzeugen, wie wir hier vorne sehen, mit Wassertank und solchen Dingen, die 45 km/h fahren und die gut dafür sorgen können, dass die Gemeinden, die ja alle einen CO2-Druck auch haben, dass sie das entlasten, dementsprechend fein säuberlich damit ausgestattet werden können. Wir haben hier ein Offroad-Fahrzeug, was eine Reichweite von 80 Kilometern hat, zuschaltbaren Allrad und eine Differentialsperre, wo man halt, wenn man durch den Dülmer Wildpark damit als Beispiel fährt, als Forstbetrieb wunderbar zurechtkommt. Das Fahrzeug fährt 30 bis 35 Kilometer, kann gefahren werden ab 15 Jahren in Nordrhein-Westfalen mit einem AM-Führerschein. Einen besonderen Führerschein benötigt der Nutzer nicht, weiß Bernhard Hohmann. Es geht los bei uns mit Fahrzeugen, die unter 45 km/h fahren, die halt eine gewisse Gewichtsklasse nicht überschreiten, die man mit AM-Führerschein ab 15 Jahren fahren kann. Ein Tuk-Tuk kann man, wenn man es mit Mofa-Berechtigungsschein fährt, auf 25 km/h drosseln. Das Offroad-Fahrzeug als auch dieses Nutzfahrzeug werden gefahren mit, sind L7-Fahrzeuge und da nutzbar mit Klasse B, also Führerschein wie Auto. Ja, also wir sind jetzt 3 Wochen mit unseren Nutzfahrzeugen hier am Markt und wir freuen uns sehr über reges Interesse, haben auch schon Erfolge erzielt mit unserem Tuk-Tuk, was Sie da vorne sehen. Und was ich noch da wichtig ist, dass wir natürlich auch den Service leisten können, genau wie bei den Seniorenmobilen. Wir haben einen Mechatroniker beschäftigt und einen Schlosser und können alle Ersatzteile bei diesen Fahrzeugen natürlich auch bestellen und können auch Wartung leisten. Bernhard Hohmann hofft, dass das Interesse an seinen Nutz- und Seniorenfahrzeugen weiterhin wächst.